Und mittlerweile haben wir schon die fünfte Woche, wo es um Widersprüche in der Bibel geht. In der letzten Woche, die Woche 4, da hatten wir den Stamm Midian gehabt. Der Stamm Midian wurde ausgerottet, deren Männer wurden getötet, deren Frauen und deren Knaben wurden vernichtet und ausgerottet und ihre Häuser wurden verbrannt. Ja, das steht so geschrieben. Wo steht es geschrieben? In 4. Moses, Kapitel 31, Vers 7, 14, 15, 17, 18 steht das so geschrieben, dass die alle komplett getötet wurden. Ja, dann haben wir in Richter, zwei Epochen weiter, in Richter steht so geschrieben, dass die Midianer die Oberhand gewonnen haben gegenüber wen? Die Israelis auf einmal. Circa 100 Jahre später, das kann man noch lesen, ja, man kann einfach mal nachschauen, wann die Textstellen geschrieben wurden, wann diese Ereignisse geschehen sind. Das waren ungefähr circa 100 Jahre später, ja, nachdem Moses gelebt hat, dass auf einmal die Midianer die Obermacht gewonnen haben, obwohl die schon in 4. Mose komplett vernichtet wurden. Wie kann es denn sein, dass sie vernichtet wurden und dann auf einmal ein paar Jahre später die Oberhand oder die Obermacht gewonnen haben gegenüber die Israelis? Das ist ein klarer Widerspruch. Stellt euch mal vor, einfach mal, die Indianer, die werden vernichtet, die werden erobert, also Amerika wird erobert. Ja, die Indianer werden getötet, komplett alle. Und auf einmal, ein paar Jahre später, haben die Indianer wieder die Oberhand gewonnen. Und das ist ein klarer Widerspruch. Da weiß man ganz genau, dass da was nicht stimmt. Nun haben wir schon die fünfte Woche und die fünfte Woche geht an Johannes Kapitel 19, Vers 14. Es steht hier geschrieben, es war aber Rüsttag des Passa. Es war um die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden, siehe, euer König, sie aber schrien, hinweg, hinweg, kreuzigt ihn. Also in der sechsten Stunde wurde Jesus noch nicht gekreuzigt. Das steht in Johannes Kapitel 19, Vers 14. Nun haben wir hier Markus Evangelium, Kapitel 15, Vers 25. Es war aber die dritte Stunde und sie kreuzigten ihn. Also in der dritten Stunde wurde laut Markus, ja, Jesus gekreuzigt und laut Johannes wurde in sechsten Stunde noch nicht gekreuzigt. Ein klarer Widerspruch. Wie kann es sein, dass in Johannes Kapitel 19, Vers 14, in der sechsten Stunde Jesus noch nicht gekreuzigt wurde und Markus Kapitel 15, Vers 25 Jesus schon gekreuzigt wurde in der dritten Stunde? Ja, um was geht es hier? Das geht hier um die Kreuzigung. Wenn man nicht daran glaubt, für die Christen, ist man was? Ein Ungläubiger. Ja, wenn man daran nicht glaubt. Und das hat hiermit einen Widerspruch, ein klarer Widerspruch. Ja, obwohl man, also das ist sehr wichtig für die Christen, ne? Das ist einer der wichtigsten Punkte Glaubenslehre überhaupt, dass Jesus auferstanden wurde, dass Jesus gekreuzigt wurde. Daran muss man glauben. Ja, wenn man daran nicht glaubt, dann hat man auf jeden Fall Jesus verraten für einige Christen. Aber das hat einen Widerspruch. Man weiß gar nicht mal, wann Jesus gekreuzigt wurde. In der sechsten Stunde oder in der dritten Stunde. Ja, und das steht in der Bibel geschrieben. In der Bibel gibt es Widersprüche. Im Neuen Testament auch. Und auch bei Jesus gibt es Widersprüche. Und Gott widerspricht sich nicht. Ja, aber die Bibel schon. Weil die Bibel ist nicht von Gott. Und hier können wir das einfach mal lesen. Hier könnt ihr das sehen. Das Allerwichtigste für die Christen, ja, weil die sagen immer wieder, man ist ein Ungläubiger, wenn man daran nicht glaubt, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und hier sehen wir sechste Stunde hier und hier sehen wir die dritte Stunde. Was ist wahr? Was ist wahr? Beides nicht. Ja, für die Muslime ist beides nicht wahr, weil Jesus wurde gar nicht gekreuzigt. Ja, das ist auch der Beweis dafür, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde, weil die selber nicht mal wissen, wann Jesus gekreuzigt wurde. An was wollen die glauben? An Johannes, ja, oder an Markus? Das älteste Evangelium überhaupt, Markus Evangelium, berichtet in der dritten Stunde. Johannes, einer der ältesten Evangelien, berichtet in der sechsten Stunde. Nicht mal da wurde er gekreuzigt, also später. Rise up, I'm gonna make a difference. Take back what's mine. Give power to the people. Some dreams never die. Can I
get a witness. You know